Servus Leute, herzlich willkommen zum neuen Video von Buris Texon. Wie ihr seht, seht ihr nicht viel. Hier steht Creality, Technologie, Creality 3D, Technologie, Chinesisch, irgendwas. Das Zubehörpaket ist gekommen, das war beim Drucker eigentlich dabei gewesen, dabei sein hätte sollen. Das ist Filament, braucht man nicht aufmachen, wobei Farben wären interessant, das schauen wir schnell. Hyper PLA, Creality, which color? Ja, ich glaube, wir müssen es aufreißen, weil ich kann leider noch kein Mandarin. Dann machen wir es halt auf. Also, ihr seht hier Creality Hyper Series 3D Filament. Das erste ist ein weiß. Beim Drucker war auch schon weißes mit dabei. Schauen wir mal das zweite. Ich hoffe, dass das zumindest eine andere Farbe hat, weil ich habe keinen Bock, nur weiß zu drucken. Ja. Die zweite Rolle Hyper PLA ist in schwarz. Schon mal gut. Printtemperatur 190 bis 230 Grad. Aber das ist sowieso im Slice alles hinterlegt. So, dann. Das sind, glaube ich, die Ersatznozzles. Bis jetzt habe ich noch kein Unboxing-Messer gebraucht. Dieses kleine Teil ist aus dieser riesen Tüte rausgekommen. Creality, ihr könntet schon ruhig ein bisschen umweltfreundlicher verpacken. Also für dieses kleine Paket hätte es nicht so ein riesen Karton sein müssen. High Flow Nozzle Kit. Da müssten jetzt 4 0,4 Millimeter Nozzeln drin sein und da steht sie. 4x04, 2x06 und 2x08. Kommt nochmal in so eine Dose. Und so wie es ausschaut, sind da zwei verschiedene mit drin. Die einen sind schwarz, die anderen sind silber. Müssen wir uns dann mal später anschauen. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight. Auf dieses Teil warte ich nämlich schon die ganze Zeit. Vielleicht könnt ihr es lesen. Dryer, Trockner. Ist jetzt kein Wäschetrockner. Sondern ein Filamenttrockner. Natürlich wieder mit dem klassischen Unboxing-Messer. So, ihr seht, das ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist ein Filamentabroller mit einer Heizung und einem Auslass. Aber das soll halt die Druckqualität enorm verbessern. Falls jemand Mandarin kann, könnt ihr das mal übersetzen. Für 1 Kilo Spulen. Erwärmt sich schnell. Progress Memory. Ja. Creality.
Reality. Dann ist es aus. Transportsicherung, also dass halt nichts passiert. Ziehen wir es mal raus. Also ihr seht schon, da ist nicht viel drin. Unten ist nochmal so ein Teil. Der Karton ist leer. Ein Euro-Steckerkabel. Und die Box. Ihr seht schon drin die Rollen. Ist halt momentan noch alles schön in Folie eingepackt. Das macht man einfach auf. Da sind noch so zwei Rollen. Blöd ist halt nur, dass hier die warme Luft quasi einfach nur rein geblasen wird. Ist halt hier auch nichts drin, dass es beidseitig erwärmt wird. 150 Watt zieht es dann aus der Steckdose. Je nachdem, wie man es halt dann wahrscheinlich einstellt. Hier haben wir noch eine Bedienungsanleitung. Braucht kein Mensch. Hätten sie sich auch sparen können. Genau, so schaut das Teil aus. Reality steht da. Hier ist noch so ein Regler zum Einstellen, wie warm es sein soll. Hier steht wieder Creality. Mich wundert es gerade, dass das. Ja, hier ist der Stromanschluss. Hier geht das Filament raus. Kann man dann auch zumachen, wenn man es nicht rausnehmen will. Genau. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Buris Techzone. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, kommentiert. Wenn euch irgendwas noch dazu interessiert, schreibt es in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.